Grüß euch. War ja beim Arzt. Jetzt ist schon wieder ein bisschen eine Zeit vergangen. Und es ist echt krass, was passiert ist und was jetzt ich wieder mal dazugelernt habe in den letzten Tagen. Ich war ja bei meinem Hausarzt, habe ein großes Blutbild machen lassen, weil es mir einfach nicht gut gegangen ist. Also ich war einfach schlapp, habe es ja erzählt, wie ich mich halt gefühlt habe. Es wurde nichts festgestellt. Also mein Blutbild war perfekt. Ich hatte nichts. Es waren alle Werte mustergültig. Es war nichts zu erkennen. Das war natürlich komisch und hat mich auch mega stutzig gemacht, weil ich war mir eigentlich sicher, dass irgendwas ist. Und wie gesagt, ich habe mir dann schon Gedanken gemacht, dass vielleicht einfach alles zu viel ist und ich mir zu viel Stress mache und der Stress mich so runterfährt oder was auch immer, was man sich halt dann so viel Gedanken macht. Bin ich ein Weichei oder was ist eigentlich los? Hey, heute nichts mehr aus oder was? Dann war ich nochmal beim Hausarzt, hat mich nochmal abgehört und es war dann noch nicht besser. Also erst ging es so in Richtung Asthma oder sowas, dass es Asthma ist. Dann Asthmaspray genommen, das hat es ein bisschen besser gemacht. Und ja, wie gesagt, nach einer knappen Woche nochmal getestet. Dann war immer noch irgendwas unten drin und ich habe es ja auch nicht, es war nicht wirklich weg. Normal, wenn man Asthma hat, dann ist es ja gleich mal weg nach dem Spray und war aber eben nicht so. Gut, dann beste Entscheidung ever von meinem Hausarzt, vom Dr. Keller in Aibling. Hey, geh in die Klinik, mach eine Röntgenaufnahme und ein CT, eine Computertomographie von deiner Lunge. Okay, dann ich halt ins Krankenhaus, alles ja der Wahnsinn, weil man einfach, es ist halt einfach Zeit, die man drauf geht, aber Gesundheit steht an der Eins, deswegen habe ich mir das auch genommen. So gehe ich schon seit 2 Stunden im Krankenhaus. Alle voll freundlich. Bin dahin, CT gemacht und was stellen Sie fest? Ich habe eine Lungenentzündung. Und zwar hat man das auf dem Röntgenbild nicht gesehen und erst auf dem CT gesehen, dass ich unten im unteren rechten Lungenflügel eine Lungenentzündung habe. Also nicht mega schlimm und ist auch so eine passive Geschichte. Das heißt, mir geht es jetzt nicht brutal schlecht, sondern ich bin halt immer so auf 80%, fühle mich schlecht, habe Husten und kriege manchmal ein bisschen schlecht Luft. Und fettes Learning an der Stelle, nehmt nichts auf die leichte Schulter. Also es ist ja wirklich gar nicht lustig, weil Lungenentzündungen, wenn man verschleppt, wenn man nicht aufpasst, was man macht, die können richtige Langzeitfolgen hervorholen. Und gerade wenn man mehr Sport macht und Sportler ist, ist das ja das A und O, dass die Lunge funktioniert. Also wirklich, ich kann es euch nur nahelegen. Ich war jetzt dann bei einem Lungenspezialisten, Dr. Budweiser, geiler Name, in Rosenheim in der Klinik. Und der hat das jetzt nochmal gecheckt. Jetzt nehme ich Antibiotika, das quasi die Lungenentzündung bekämpft, dem Körper da ein bisschen hilft. Ich muss jetzt mega Ruhe geben, darf mich nicht beanspruchen, kein Sport machen, nichts. Ganz einfach natürlich, ist ja nichts dabei, ich habe überhaupt keinen Drang, dass ich mich bewege. Ja, fuck, es ist jetzt halt so. Und ich bin einfach nur froh, dass es gefunden wurde, dass wir wirklich dem nachgegangen sind. Und ich empfehle jedem, der sich irgendwie unwohl fühlt, lasst es checken, nehmt es nicht so auf die leichte Schulter. Es kann irgend sowas sein, geht es dem wirklich nach und geht es den sicheren Weg, weil, wie gesagt, geht schnell mal schief. Und zur Lungenentzündung, wenn ich jetzt verschleppt hätte, wieder trainiert hätte, ich war kurz davor, dass ich sage, ich fange jetzt wieder an mit dem Rennradeln und so, weil ich nicht weiß, was es ist und es kann ja nicht so schlimm sein. Aber zum Glück haben wir es jetzt gefunden und jetzt geht's bergauf. Jetzt hoffe ich, dass ich in 3 Wochen wieder fit bin. Wahnsinn. Also, fettes Learning, das wollte ich euch mal mitgeben. Ich wollte euch auch noch mitgeben, dass jetzt halt die nächsten 3 Wochen dann es nicht so sein wird, dass keine Videos kommen, sondern es kommen Videos. Zwar haben wir schon ein bisschen vorproduziert, also seid gespannt. Nächste Woche geht's wieder ab. Ja, wenn ihr dabei bleiben wollt, subscribe zu meinem Kanal. Drückt die Glocke, würde mich echt freuen, wenn es schön langsam weiter wächst. Und was passiert, wenn ihr Fragen habt, fragt es einfach, schreibt es in die Comments. Ja, dann schauen wir, dass die Reise weitergeht auf meinem YouTube-Kanal. Jo, aber jetzt heißt es erstmal gesund werden. Also ihr merkt, es fällt mir nicht leicht, jetzt Ruhe zu geben, aber ich muss jetzt da durch. Also ich wünsche euch was, bleibt gesund und habe Deri.